Adam wurde diesmal nach Wattenscheid geschickt. Den Live-Spaziergang durch den Abend macht er nicht allein. Hallo. Guten Tag. Wolfgang. Hallo Adam. Diesmal hat Adam Wolfgang Wölfi Wendland bei sich. Sänger der Wattenscheider Band Die Kassierer und engagierter Bochumer. Entgegen der Erwartungen im Live-Chat ist Wölfi heute nicht wie bei einigen Konzerten der Kassierer nackt. Ich laufe immer angezogen durch Wattenscheid. Ja. Also, ja, also das ist hier eigentlich so üblich. Der Unternehmer ist leider mittlerweile verstorben, der Herr Steilmann. Mhm. Da ist Alfred Tetzlaff. 007, James Bond kommt ursprünglich auch aus Wattenscheid. Ja, das habe ich auch gelesen. Und wer kennt das nicht? Wer seine Spielzeuge nicht mehr braucht, der entsorgt sie in einen Bach. Adam und Wölfi besuchen den Wattenscheider Spielzeugladen Kleine Raupe. Ich suche was für meine kleine Halbschwester. Was mag sie gerne? Einhörner. Einhörner. Aber das großartig. Ist es gibt natürlich hier ein Monster to go. Das ist auch ein Einhorn. Das ist ein Einhorn? Ja. Das hat ja ein Horn. Ich bin ein Einhorn. Oh, hi, ich bin Adam. Hallo Adam. Ich streame in Full HD. Das ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, aber ich mache halt so Übertragungen im Internet. Ich gucke mir die Städte an. Ehrlich? Ja. Wie findest du denn so Wattenscheid? Ah, ich bin erst halt so seit 15 Minuten hier offiziell, aber eigentlich ganz nett. Wurdest du denn schon verkauft? Meine Schwester wurde verkauft. In Frankfurt würde dieser Satz irgendwo anders gesprochen werden. Ich bin froh, dass er hier im Spielzeugladen fällt. Okay, viel. In der Gustavstraße auf. Oh, okay. Du weißt ja schon, dass Einhörner gar nicht groß sind, ne? Ich dachte, die wären 1,50 Meter groß. Nein. Wie groß werden die denn maximal? 20 Zentimeter eigentlich und leben in Himbeerbüschen. Dann bist du ja schon ganz schön groß geworden. Ja, deshalb bin ich auch ein Monster. Wölfi, auch du sag Bescheid, wenn du hier einen Einhorn mit nach Hause nehmen willst oder so. Das ist gar kein Problem, ne? Das ist doch etwas, womit man gerne auch einschläft. Ja, gut. Ja, gut, ich habe nicht mit einem Ja gerechnet. Willst du das Ding haben, dann kaufe ich dir das. Dann habe ich ein Geschenk für meine Nichte. Ja, okay. Und wer nimmt mich mit nach Hause? Ah, jetzt jammert aber der andere. Ich bin total hässlich. Ich schiele und manchmal pups es auch. Das stinkt. Deshalb bin ich so grün. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Wir sind ja überwiegend draußen. Ja, stimmt. Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Wie heißt du denn? Sponge. Bonche. Bonche. Das ist der Schlick. Schlick. Sieht auch so aus. Ob ich jetzt mal gemein sein darf? Sehr gerne, ich bin ja auch manchmal gemein. Ehrlich? Ja. Wir haben eine Kinderschminkerin. Ist die Kinderschminkerin? Ja. Die steht voll auf die Kassierer. Ob man mal ein Bild machen dürfte. Ja. Das Thema Onlinehandel und die damit verbundenen Verkaufsschwierigkeiten für Einzelhändler werden angesprochen. Speziell am Fall von Schulrenzen, vor Ort Tornister genannt. Der Laden nimmt eine Beratungsgebühr. Viele kennen es mittlerweile und stehen auch voll und ganz dahinter, weil die einmal selber sehen, wie schwierig das Geschäft für einen niederlassenen Händler ist. Mhm. Und auch zum Teil über Familie, Freunde und so weiter selber genügend Menschen in der Selbstständigkeit haben, die mit ähnlichen Situationen konfrontiert sind. Die 10 Euro denken aber nicht die Stunde Arbeitszeit ab. Das muss man sich auch klar machen. Es ist rein symbolischer Wert, um den Kunden klarzumachen, du kriegst dir was Wichtiges für dein Kind, du kriegst was Besonderes. Das ist eine Leistung, die eigentlich bezahlt werden muss, wenn du die nur in Anspruch nimmst. Das ist eine Dienstleistung. Wir haben bis zu 18 verschiedene Tornister zur Verfügung. Alle mit einer unterschiedlichen Struktur. Alle müssen wir gucken, durch Aufsetzen, ob sie dem Kind passen. Das Kind selber braucht eine Eingewöhnungszeit, weil es ist Neuland, erstmalig so viel Gewicht auf dem Rücken. Ja. Die Krönung des Ganzen ist natürlich, dass das Kind dann eine Tornisterparade hat. Das heißt, alle von den verbliebenen Modellen, alle Bilder werden von dem Kind abgestellt. Mhm. Und da muss es sich einen Tornister aussuchen. Und das braucht natürlich auch noch Zeit. Vielen Dank für diese Tornisterberatung. Das waren 10 Euro, oder ne? Noch einen schönen Abend. Ja, dankeschön. Ich erwarte als Wähler vom OB-Kandidaten für Bochum, Herrn Wendland, ein Dankesrede zur Wahl. Ja, ich bedanke mich bei allen Bürgern, die mich, wann war das, vor 3 Jahren, fast zum Oberbürgermeister von Bochum gewählt haben. Immerhin waren es 7,9%. Also ich hatte guter Wattenscheid. Guter Wattenscheid. Gute, stark auch. Kleiner Wattenscheid. Er hat ein paar Adjektive auf jeden Fall gelernt. Er findet auf jeden Fall Wattenscheid gut. Und ja, tatsächlich. Ich mache auf YouTube einen Stream und auf Twitch. Wie heißt Ihr Kanal? Ich bin Adam. Hier ist nicht mehr so viel los um die Zeit, aber ein paar Läden haben noch offen. Das ist ganz gut. Ja. Ich versuche den Leuten nämlich noch ein bisschen was von der Innenstadt hier zu zeigen.
Ja. Ja, cool. Wenn ihr noch jemanden grüßen wollt oder euren Instagram-Namen sagen wollt, das machen immer viele Leute, aber das würde ich nicht machen, das war nur ein Spaß, dann könnt ihr das jetzt machen. Ich habe kein Instagram. Okay, das ist sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass ich sie gesehen habe. Ja, hat mich gefreut, dass ich mit euch reden durfte. Ich mag es immer, mit sehr vielen Wattenscheider zu reden. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit hier. Dankeschön. Bis dann. Alles Gute, bis dann. Hallo. Ja, hallo. Das war, der alte Mark. Ach genau, das war der alte Mark. Diese Einzweigung heißt Old Watsche. Das ist mundartlich für Alt Wattenscheid, nicht wahr? Das steht auf dem Schild. Ja, also das ist sehr gut gelesen. Es ist ja nicht mehr viel von der alten Innenstadt übergeblieben oder von der alten Wattenscheid. Also. Ja. Ja, schönes Haus. Hallo, ich streame in Full HD. Sind den Leuten Bescheid sagen. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ja. Ja, das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ist das eine Einstellung, die du heute noch teilst? Ja, das Bier ist für mich heute alle. Ist schon alle? Ja. Ist es dann schon das Schlimmste? Ach, es geht auch ohne Bier. Hallo, Herr Wendland. Oh, wann lassen Sie die Hosen runter? Hab nicht ewig Zeit. Gar nicht. Das kannst jetzt schon rausgehen aus dem Stream. Ich lasse die Hosen gar nicht runter. Es ist ja auch kalt. Es wird erschreckend sein für manche Zuschauer, dass ich nicht nackt durch Wattenscheid laufe, auch an einem Abend kein Bier trinke. Ja. Ja, so kann man Illusionen zerstören. Magst du denn heute überhaupt noch ein Bier trinken? Es gab ja auch häufig die Forderung, ja, jetzt geh doch mal in die Kneipe, genau, mal ein bisschen saufen, mal ein bisschen saufen, also, hängt doch ab in der Innenstadt. Also so Wort sinngemäß. Nee, hatte ich heute nicht vor. Sehr schön, ich nehme mich auch nicht. Ich mag gar nicht so viel Bier. Adam und Wölfi besuchen Harrys Frittenschmiede. Ich habe dicke Pommes und auch dünne. Genau. Ich war hier schon mal und habe welche probiert und die waren sehr lecker. Und ich würde die, wenn ich als erstes bestellen darf, nochmal nehmen mit Ketchup. Was kann ich für dich bestellen? Ich nehme eine Jägerwurst mit Pommes. Eine Jägerwurst mit Pommes noch dazu. Kaffee? Ob Tokio, ob Katowice, die ganze Welt ist voll Pommes, Fritz. Einmal hier eure leckeren Jägerwurst und einmal nur Pommes. Das ist der Gastronom. Ja. Du bist doch gerade im Fernsehen. Nein, das ist eine Aufzeichnung. Ach so, der zeigt ja auch, ich dachte, das wäre gerade im WDR. Gesprächsthemen während des Essens sind unter anderem Wölfis positiven und negativen Begegnungen mit der Polizei, Punk und Demonstrationen. Irgendwo hast du erzählt, du hast mal einen Polizisten angezeigt wegen Diebstahl, weil er bei der Durchsuchung dein Geld fallen ließ und du hast dich geweigert, das aufzuheben, weil er hat es ja halt runtergebracht. Es stand halt so ein Streit darüber. Also ich war ziemlich betrunken und der hat mich irgendwie nach Drogen durchsucht und dabei hat er nichts gefunden. Aber es waren aus meinem etwas löchrigen Portemonnaie eben 2,17 Euro offen. Und dann stand halt ein Streit, wer es aufheben muss. Ich, weil es mein Geld war, aber er, weil es hat fallen lassen. Und da habe ich dann im betrunkenen Kopf das einzig Vernünftige gemacht. Ich habe ihn die Polizei gerufen, gesagt, ich bin gestohlen worden. Und das hat er dann als Beleidigung empfunden. Du hast die Polizei gerufen, als die Polizei bei dir stand und dich durchsuchte. Ja. Auf jeden Fall hat er das dann als Beleidigung empfunden und Diebstahl war es nicht, weil dieses Wort kannte ich bis dahin nicht. Es fehlte die Zueignungsabsicht. Also, wenn ich jetzt seine Mütze nehmen würde, würde sie wegwerfen. Ja. Dann wäre es auch kein Diebstahl. Es würde ja die Zueignungsabsicht fehlen. Deswegen wäre es kein Diebstahl und deine... Meine wäre aber Beleidigung. Also, dass du es gemeldet hast, wäre die Beleidigung. Mhm. Und dann Beleidigung ist immer, wenn man irgendwie sagt, hier, du Polizisten-Depp, du streamst nicht in Full HD oder so. Das ist für mich eine Beleidigung. Auch bei diesem Livestream können Zuschauer wieder Sprachdurchsagen durch Computerstimmen senden. Unter anderem in Kinderstimmen. Wolfgang, ich habe da mal eine Frage. Bist du A eher für Meinungsfreiheit oder bist du B eher dafür, bestimmten Meinungen keine Plattform zu bieten? Ich kann mich da gar nicht entscheiden, weil ich bin ja als Bürger bin ich ja dem Grundgesetz unterworfen und da steht die Meinungsfreiheit drin. Selbst wenn ich dagegen wäre, könnte ich ja nichts dagegen machen. Also insofern stellt sich die Frage gar nicht. Vorhin wurde noch im Chat gefragt, nochmal um was anderes anzusprechen, welche Musik du eigentlich gerne hörst. Gar nichts, ich höre gar keine Musik. Studiert hast du Popularmusik mit irgendwie Jazz-Einfluss? War das so? Das steht auf unserer Website. Ja. Das ist gelogen. Es wurde vorhin gefragt, wie wir die Pommes finden. Und ich finde die Pommes gut. Die Leute haben die ganze Zeit im Chat geschrieben, ja, der Wirt ist im Fernsehen. Und ich dachte mir, ja, die wieder. Das ist ein Video, das als Dauerschleife läuft. Sendung, die 2002 aufgenommen wurde. Ja.
die hieß Fake, Frittengräter Red Sternekoch. Und da durfte ich 4 Wochen lang von Hans Haas und Holger Stromberg höchstpersönlich so ein paar Gerichte lernen. Dann war eben so eine Show, bei der der Imbissbetrieb aufgepäppelt wird, also quasi wie so Rosins Restaurants. Ich wusste gar nicht, dass es sowas auch für Imbissbuden gibt. Der Björn Freitag hat sich daran gewagt. Und es ist bei der Pilotfolge geblieben. Die haben ja auch alle noch ein Restaurant. Bei dieser Sache habe ich halt mitgemacht, weil es halt öffentlich-rechtlich war und ich darauf vertraut habe, die machen was Vernünftiges und das war auch so. Bin insgesamt auch zufrieden mit der Produktion? Ja, also doch, auf jeden Fall. Also bestimmt ein halbes Jahr lang einen Riesenboom ausgelöst. Ah, ja, weil es Werbung dann war, ne? Automatisch. Dass wir fast gar nicht mehr nachkamen hier mit der Produktion. Alles nur hausgemachte Sachen. Haben uns von dem größten Teil dieser Snackprodukte haben wir uns verabschiedet, sondern wir machen halt eigene Frikadellen. Wir haben Würstchen hier vom Wattenscheider Metzger. Unsere Schnitzel, die werden erst auf Bestellung geschnitten, geklopft, paniert und in der Pfanne mit Butterschmalz ausgebraten. Partybibel, kennt ihr noch Arabella Kiesbauer? Herzlich willkommen! Diese ganze, ihr habt ja damals eigentlich so die Zeit ganz gut genutzt, um für die Band die Kassierer. Ja, wir sind da auch zufällig drauf gekommen. Asozial! Das heißt es schon. Das ist heute unser Thema. Immerhin ist Wolfgang einer derjenigen, der studiert hat. Lange studiert hat. 30 Semester studiert hat. Und ich glaube, es zu keinem Abschluss gebracht hat. Herzlich willkommen, Wolfgang. Es war, sagen wir mal, von den Talkshows war es noch die hochwertigste. Ich bin ein gebildeter Mensch. Ich bin nicht so ein ungebildeter Proll wie dieser Herr mit dem Schnurrbart. Ich habe. Das würde ja bedeuten, dass alle, die hier sitzen und morgen arbeiten, ihnen ungebildet sind. Ja, natürlich, wer arbeitet, ist ungebildet. Ah ja, dann sind also deine Eltern ungebildet oder werden die auch nicht arbeiten? Natürlich nicht. Ach, natürlich nicht. Und deine Großeltern auch nicht? Nein. Der gebildete Mensch. Du bist 35 Jahre alt. Ich habe dieses Jahr einmal gearbeitet, einen Tag, und es war fürchterlich. Der Staat ist dazu da, mich zu unterstützen. Was bin ich dazu? Du bist nicht der Staat. Du bist nicht der Staat. Gott sei Dank bist du nicht der Staat. Der Staat sind die Leute, die arbeiten jeden, die Steuern bezahlen. Nein, die sind der Staat. Völlig verkehrt. Und nicht völlig verkehrt. Es sind auch versuchst zu verhindern. Alle Leute. Wenn man da hinkam, also so von den Gagen her und von dies war es hochwertiger als diese preiswerten RTL-Dinger von Jans Meiser. Wolfgang hat aber eine ganz andere Leidenschaft und das ist, glaube ich, die Musik, oder? Es da arbeitest mehr, du ja auch in der Band. Es ist mehr das Saufen. Was sind das dann für Konzerte, wenn die Musiker sturzbetrunken auf der Bühne sind? Ja, wahrscheinlich wir waren, nicht nur die Musiker, es sind sondern gute auch das Musiker. Publikum. Die kriegen wahrscheinlich am Einlass auch schon. Ich glaube, du liegst mit deiner Vermutung ziemlich richtig an. Ja? Hat es geschmeckt? Auf jeden Fall, vielen Dank. Habt ihr euch wohl gefühlt? Es hat sehr, auf, noch viel mehr, ja. 9,60 Euro haben, bitte. Es gibt ein Projekt, das hast du crowdfunden lassen letztes Jahr. Überall liest man News über Fake News. Deswegen werden wir als wichtigste kulinarische Institution im bundesdeutschen Bildschirmtext heute einen Schritt weiter gehen und Fake News herstellen. Dazu basteln wir ein wenig Fake Fingerfood nach alter Wattenscheider Tradition. Herzlich willkommen 5-Sterne-Koch Lars und Finn vom YouTube-Kanal Klimansland. Vielen Dank, dass ihr es geschafft habt, heute hier hinzukommen. Und wir brauchen natürlich Fake Pommes und die machen wir aus Vierkanthölzern aus dem Baumarkt. Wahnsinn, das sieht ja richtig echt aus. Fehlen nur noch Ketchup und Mayo. Genau, Wolfgang. Und um das zu faken, haben wir uns weiße Zahncreme besorgt und rote Farbe aus dem Baumarkt. Wir gehen einfach jetzt mal in die Kulisse dieses Internet-Imbisses. Genau, die steht immer noch, weil wir halt weitermachen wollen. So kennt man das aus den YouTube-Folgen. Ach, das ist so aufregend, in so einer Kulisse zu sein. Können wir die kurz anmachen hier? Ich mag dieses Internetschild, ich mag es betrachten. Da hat man doch glatt Bock, ein Internetcafé zu eröffnen, oder? Seid ihr mit die Kassierer auch mal in Österreich oder Schweiz gewesen? Ja, in Österreich und Schweiz, ja. Ja,
Sie haben zweimal versucht, in Holland zu spielen. Aber irgendwie war es, die waren nicht so glücklich. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass ohne die Texte zu verstehen, die Show nicht funktioniert. Wölfi zeigt Adam Euse Tresen. Ihr habt hier ein Interview gemacht, das habe ich gesehen. Wir sind die Kassierer aus Wattenscheid und wir stehen hier in Wattenscheid am Euse Tresen. So die einzige Möglichkeit, in Wattenscheid Bier zu trinken. Ja. Wir haben jetzt wieder jemanden, der auf uns zugeht. Hallo. Eine Frage, ne? Ja. Warum Afshigon ich komme mit Leuten hier, mit Albanern, mit Zigeunern? Warum brauchen viele Afshigon Hausen? Abschiebung? Ja. Viele Leute kommen und sagen Afshigon. Das ist nicht gut. Leute hier, 6 Jahre, 7 Jahre, sagen, geh mal Hausen, Kosovo ist gut. Kosovo immer Krieg. Bist du selbst auch aus dem Kosovo? Ja, Kosovo. Also, und wollen die dich auch abschieben? Ja. Wie lange lebst du jetzt hier schon in Deutschland? 7 Jahre. Hast du hier Arbeit gefunden? Oder? Arbeit ist keine momentan. Ich gucke mal nicht, es gibt bei mir Arbeit. Ich weiß nicht. Ja. Ich tue und keine Aufenthalt. Darf ich fragen, wie alt du bist? 24. 24? Ja. Ich gebe bei mir keine Aufenthalt. Ne? Mhm. Mit Dudu. Das ist das Problem. Mit Aufenthalt mit Gib, kein Problem. Ich arbeite, kein Problem. Aufenthaltsgenehmigung? Ich mache Arbeit. Aber mit Dudu. Ach so, du hast eine Duldung, deswegen darfst du nicht arbeiten. Was hättest du gerne gearbeitet? Amazon, so. Bahnsteller. Amazon? Ja, Ach so, Zusteller dann. Pakete auch. Bahnsteller. Danke dir für deine Geschichte. Bis dann. Das ist natürlich sehr aber blöd, Leute abzuschieben, die die Sprache können und hier schon so lange wohnen. Das finde ich immer sehr blöd. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein paar Getränke dabei, dann könnte ich dich sogar bedienen. Ich hätte mich dann dahinter gestellt, wäre kaum sichtbar gewesen und hätte dann was reichen können. Hätte man Theke nachspielen können. Ja, ja. Wir zeigen euch nochmal diese wunderschöne Beleuchtung hier. Hallo Schlick, wie geht's dir? Gut, und selbst? So redet, also für mich redet Schlick so. Bei dir hört sich das schon ungesund an. Ja, Rauchen, Konzerte. Du kriegst deinen Mund nicht. Sag mal, kannst du mir noch mal Geld leihen? Ich hab kein Geld. Ja, aber ich baue nur noch 1000. Wofür das denn? Naja. Ja, was guckst du mich an? Ich weiß nicht, wofür du das Geld brauchst. Naja, ich hab da ein System gefunden. Das gibt 1300%. Irgendwie scheint er ein bisschen durcheinander zu sein. Meinst du, redet er öfter so ein Zeug? Ja. Du hast dir was Kaputtes gekauft. Bist du kaputt? Nee. Das ahnte ich. Ich wollte nicht, dass es so endet, aber guckt euch mal an. Nee. Habt ihr noch Kinder, die gerade den Stream gucken? Nee. Nein, ich bin nicht krank. Ich bin nicht krank. Patrick Install sagt schnell ein Bonbon. Ja, stimmt. Schlick schnell ein Bonbon. Wo hab ich denn? Willst du einen Pull-Moll? Nee. Ach komm, nimm mal einen Pull-Moll. Nee. Komm, nimm die verkackten Pull-Moll. Ich will nicht. Nimm die scheiß Pull-Moll. Ich hab dafür Geld bekommen, dass ich das platziere. Payfail sagt, vielleicht ist deine Stimme auch nur so tief, weil Adam seine Faust tief in seinem Darm hat. Ich kann's mal ausprobieren. Wenn ich sie. Ich mach sie jetzt mal so rein wie eben. Sag mal was. Was? Genau. Jetzt mache ich ein bisschen weiter weg. Jetzt sag mal was. Was? Hä? Okay, warte, ich mach ganz raus. Ja, okay, krass, das ist es. Mach nochmal. Was? Okay, jetzt mach nochmal. Was? Krass. Mr. Monster Jammer sagt, oder die Sprachbox steht, ist in Schlick. Schlick, das könnte jetzt ein bisschen mehr wehtun. So, das passt richtig gut rein. Guckt mal, wie ein richtig fettes Zäpfchen. Das passt gut rein. Ganz viele Leute bedanken sich noch bei dir, Wölfi. Vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. Ja, ach Quatsch, ich habe zu danken. Und dann, vielleicht sieht man sich bald wieder und ich werde, man sieht dich auf dem YouTube-Kanal des Internet-Imbisses, man sieht dich auf Tour. Ich finde es immer cool, wenn Bands, die man vielleicht sogar aus der Kindheit kennt, immer noch aktiv sind. Ja, auch wenn es schwerfällt im Alter. Macht es gut, bis nächsten Donnerstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war die Zusammenfassung von Skyline TV Live aus Wattenscheid. Abonniere, um jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr in jeweils einem anderen Ort live dabei zu sein.